Ende 2020 wurde bei Bahö Books ein Roman wiederveröffentlicht, der auf seltsame Weise doch zu unseren pandemischen Zeiten passt. Pest über Paris von Bruno Jarchensky behandelt, wie eine Gesellschaft mit der Seuche umgeht und wie sie letztlich untergeht. Der Autor Bruno Jarchensky wird 1901 im damaligen Kongresspolen geboren. Er ist Sohn eines Arztes jüdischer Herkunft, der aber zum Protestantismus konvertiert, um in den polnischen Adel einzuheiraten. Von 1914 bis 1918 besucht Bruno Jarchensky eine Sekundarschule in Moskau. Hier kommt Jarchensky zum ersten Mal mit dem russischen Futurismus in Berührung. Er kehrt nach Polen zurück, das nun unabhängig geworden ist, und wird zu einem wichtigen Vertreter des polnischen Futurismus. Elisabeth Namda-Pucher hat zahlreiche Texte von Jarchensky ins Deutsche übersetzt. Sie beschreibt die Besonderheiten des polnischen Futurismus. Es hat in Polen zwei Zentren für den Futurismus gegeben. Eines davon in Krakau, das führend repräsentiert worden ist, eben durch Bruno Jarchensky nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion und von Stanislaw Wodoschenski. Und die haben dann einen in Anlehnung an den russischen, also sie haben sich sehr am russischen Futurismus orientiert und haben dann einen Literaturclub gegründet, der hat geheißen Katharinka, was aber nicht mit der Katharina zu tun hat, sondern den Leierkasten meint. Und was sie gemeinsam gehabt haben mit den italienischen anderen Futuristen, das ist schon gewesen, dass man Aufsehen erregen wollte, dass man hat die Provokation geliebt und es gab eine große Technikgläubigkeit in den futuristischen Kreisen. In der Literatur hat sich das auch so abgespielt, dass man zum Beispiel Worte speziell falsch geschrieben hat. Und in Italien ist es sogar so gewesen, dass die Worte, dass die Sätze zur Verzweiflung gebracht haben und die Buchstaben in verschiedenen Schriften und auf verschiedenen Höhen geschrieben haben, sodass das nicht mehr gedruckt werden konnte, nur mehr so in einer Montagetechnik gemacht werden konnte. Aber da haben sie Ähnlichkeiten miteinander gehabt. Eine dieser speziellen Provokationen, die es da gab, wir sprechen jetzt vom Jahr 1921, das war in dieser Kopane in einem Restaurant, wo die richtig provoziert haben und natürlich in eine Schlägerei verwickelt wurden. Und vor dem Restaurant hat sich dann die wütende Menge versammelt, die die althergebrachten Werte verteidigt haben. Und Jarchensky hat darauf ein Gedicht verfasst, das ist auf Polnisch geschrieben worden. Ich habe es versucht mit einer Rückübersetzung aus dem Russischen, das geht ungefähr so, diese blutroten Fratzen des Pöbels, schamlos in ihrer Begeisterung. Wo sah ich sie schon? Ach, sie gleichen dem Schindern von Zakopane. Das müssen sie sein. Die mich, der ich ganz ohne Schutz mit faulen Eiern bewarfen und mit Ziegeln bewarfen. Ungefähr so, ja, hat sich da abgespielt. Eine Beschreibung Jarchenskys aus dieser Zeit geht auch dahin, er wird als extrem extravagant beschrieben, mit Zahnbürste im Knopfloch. Er hat sich mit einer dichten Parfümwolke umgeben und die Mädchen sind völlig verrückt gewesen nach ihm und er ist ein Fußfetischist gewesen oder so etwas Ähnliches. In Polen beobachtet Bruno Jarchensky mehrere Arbeiteraufstände und ihre brutale Niederschlagung. Unter diesen Eindrücken schließt er sich der kommunistischen Bewegung an. Er hält öffentliche Vorträge über marxistische Philosophie und die revolutionäre Strategie des Klassenkampfs. Weil er immer wieder mit den Repressionsorganen in Polen konfrontiert ist, siedelt Jarchensky 1925 nach Paris über.
Hier bewegt er sich in den Exilkreisen polnischer Kommunisten. Für diese ist es in Frankreich nicht möglich, sich offen politisch zu organisieren. Aus diesem Grund bekommen die Arbeitertheater eine besondere Bedeutung, in denen sich auch Jachenski engagiert. In Paris stößt Jachenski auf den 1925 erschienenen Roman Gebrüll Moskau von Paul Morand, ein antikommunistisches Machwerk, das die teuflischen Umtriebe der Bolschewiki in Moskau ausmalt. Jachenski ist empört. Als Reaktion beginnt er 1928 einen Fortsetzungsroman in der Tageszeitung L'Humanité, Je brûle Paris, ich zünde Paris an, in der deutschen Übersetzung Pest über Paris. Der Roman schildert die Brutalität einer kapitalistischen Großstadt. Pierre verliert seinen Job und seine Freundin, er landet auf der Straße, schließlich im Gefängnis. Eine Szene aus dem Gefängnis demonstriert den bildreichen und spannungsgeladenen Stil, in dem Pest über Paris geschrieben ist. Unerwartet füllte sich eines Tages Pierres einsame Zelle, als wäre plötzlich ein Rädchen des bislang präzis funktionierenden Mechanismus zerbrochen. Lärmende Menschen mit zerschrammten Köpfen und geronnenem Blut auf Bandagen und blauen Blusen. Es roch stark nach Männerschweiß, Pulver und bitterem, unabwaschbarem Fabrikruß. Es fielen schwere, wie Pflastersteine behauene Wörter. Revolution, Proletariat, Kapitalismus. Aus den Bruchstücken von Sätzen, Erzählungen, Ausrufen ergab sich deutlich das im Licht elektrischer Lampen mit Blut auf den Asphalt geschriebene, harte, viertägige Epos. Das Kapitelverzeichnis wie immer dasselbe. Arbeitslosigkeit, gekürzte Löhne, eine düstere, demonstrative Versammlung. Von der Versammlung aus Umzug durch die Stadt mit der Internationalen. Die Polizei provozierte sie. Sie umzingelte sie in den Nebenstraßen. Sie schlug sie mit Gummiknüppeln bis aufs Blut. Das zertretene Pflaster spuckte ihr einen Hagel von Steinen entgegen. Dann griff die aufgehetzte Söldnertruppe an. Eine Salve bedeckte die Straßen mit neuem, nicht festgestampftem Pflaster. Als Antwort bleckten die steinernen Kiefer der Straßen die Zähne der Barrikaden. Es kam das Massaker. Klebriges, braunes Blut auf den Gehsteigen, mit Menschen beladene Lastautos und die Menge von einigen 10.000 wird, wie eine aus der Bilanz gestrichene Ziffer, auf den Rand versetzt, hinter graue, unzugängliche Gefängnismauern. Man nannte fantastische Ziffern. Die Gefängnisse waren nicht imstande, den überreichen Fang zu fassen. In das Gefängnis Sand wurden angeblich 15.000 Menschen gesteckt. Im Gefängnis Frein sollten es noch mehr sein. Militär umstellte die Gefängnisgebäude. In den für eine Person bestimmten Zellen schliefen 15 Menschen wie Heringe auf dem Fußboden. Die Gefängnisspaziergänge fanden von nun an, um Unruhen zu vermeiden, zu verschiedenen Tageszeiten in Gruppen statt. Der tadellose Mechanismus der besonderen kleinen Welt knirschte kraftlos wie eine überdrehte Uhr. Die Zeiger gingen noch ihren üblichen Weg, doch die gelockerten Rädchen griffen nicht mehr Zahn in Zahn. Sie sprangen von Gang zu Gang und zogen das ungeordnete Chaos der Schräubchen und Federn hinter sich her. Von Zelle zu Zelle klopfte wie 1000 unermüdliche Spechte Tag und Nacht der Gefängnistelegraph. Die in allgemeine Zellen geworfenen Gefangenen verlangten ihre Einstufung als politische Häftlinge. Die Gefängnisverwaltung lehnte die Forderung ab, die Gefangenen antworteten mit Hungerstreik. In seine Ecke gedrückt, die Haare wie ein Igel gesträubt, spürte Pierre jeden Tag, wenn er seine Suppe löffelte und gierig dazu sein Brot aß, 15 Paare unfrohe, stählerne, vom Atropin des Hungers geweitete Augen auf sich ruhen, und unter ihrem Blick wuchs der schmackhafte Bissen des Gefängnisbrotes durch die Hefe des Speichels zum nicht mehr herunterzuwürgenden Knäuel und überzog sich mit einer landkartenähnlichen Haut. Wie durch eine gläserne Wand drangen die langen nächtlichen Gespräche zu ihm. Wörter, behauen wie Blöcke, wuchsen, stapelten sich eins aufs andere, binnen kurzen stieg ein schlankes Gebäude auf zum Himmel. Es genügt, in die Sonne hinauszugehen, die Ärmel aufzukrempeln, und sie werden es fehlerlos errichten aus echten Steinen, genauso weiträumig und stark.
Wie eine schlecht konstruierte Maschine zerstört die Welt mehr, als sie produziert. So kann es nicht weitergehen. Sie muss bis zu den einzelnen Schrauben auseinandergenommen, das Unbrauchbare weggeworfen und das Ganze dann neu montiert werden. Die Pläne sind fertig, den Monteuren jucken die Hände, nur das alte, verrostete Eisenzeug rührt sich nicht. Es ist eingewachsen, zusammengeschnurrt in den Ritzen unter dem Rostgewebe. Jede Windung muss mit den Zähnen abgerissen werden. In der schwarzen, verrauchten Schachtel der Zelle rollte als Band eines Märchenfilms der Mythos von der neuen Ordnung der wiedererrichteten Welt ab. Pia hatte schon früher in der Fabrik die langen, monotonen Geschichten von dieser neuen Welt gehört. Einer Welt ohne Arm und Reich, wo die Fabriken Eigentum der Arbeiter sind und die Arbeit statt der Unfreiheit zum Hymnus, zur Hygiene des befreiten Körpers wird. Er glaubte es nicht. Die entsetzliche Maschine lässt sich nicht von der Stelle bringen. Sie ist 2 Meter tief in die Erde eingewachsen. In Gang gesetzt, dreht sie sich seit undenklichen Zeiten. Mit bloßen Händen in das Räderwerk greifen. Man hält es nicht an. Man reißt sich nur die Hände ab. Er sah das Blut an den verschmutzten Verbänden, die mit blutigen Lumpen umwundenen Hände und dachte, noch eine vergebliche Anstrengung. Eine einzige Umdrehung des Transmissionsriems hat die übel zugerichteten Körper an den Rand über die Mauer geworfen. Manchmal in den Nächten sprang aus einer Gruppe vorgeneigter Menschen das bis zur Weißglut erhitzte Wort des Hasses hoch. Wie ein Funke fiel es auf die weichen Sägespäne des Traums und der Traum entflammte rot. Marschieren. Arm in Arm mit ihnen stehen. Zerstören. Zerbrechen. Sich rächen. Pierre richtete sich dann in heftiger Bewegung empor und setzte sich auf die Pritsche. Doch die kühlen, durchsichtigen Worte der Leute in den blauen Blusen wuchsen symmetrisch wie Ziegel. In den Worten war keine Wut, kein dumpfer, zerstörerischer Hass, sondern harter Bauwille, Spitzhacke und Kelle. Nein, diese Leute können nicht hassen. An der Stelle einer Maschine haben sie einen Haufen Pläne für eine andere aufgeschichtet. Sie werden die eine durch die andere ersetzen und wieder werden sich die Räder drehen, werden Zähne in Zähne greifen, werden wehrlose Menschensplitter mitziehen, mitschleppen, forttragen und wieder werden sich vor Entsetzen wahnsinnig gewordene Pierres die Hände blutig reißen an den schwarzen Speichen der Räder, ohne sie anhalten, auch nur für einen Augenblick bremsen zu können. Pierres ausgestreckte Hand verkrampfte sich, zog sich zurück, der über dem Polster erhobene Kopf verschwand langsam zwischen den Schultern und bald lag auf dem Strohsack an das festgestopfte Stroh gepresst nicht mehr ein Mensch, sondern eine Schildkröte in der undurchdringlichen Schale der Einsamkeit. Nachdem Pierre aus dem Gefängnis entlassen wird, bricht durch unglückliche Umstände in Paris die Pest aus. Vom Rest Frankreichs isoliert, ist Paris auf sich allein gestellt. Es schlägt das Chaos los, bis sich die einzelnen Klassensegmente, Nationalitäten, Communities zu organisieren beginnen. Es ist, als ob Paris in seine einzelnen Bestandteile zerfällt, ein Rückfall in die Kleinstaaterei. So entstehen zahlreiche Enklaven, ein angloamerikanischer Sektor, ein russisch-weißgardistischer Sektor, Chinatown, die jüdische Gemeinde und so weiter. Von Arbeitern wird aber auch eine Räterepublik proklamiert, ein Widerhall der Pariser Kommune unter dem Vorzeichen der Seuche. Pest über Paris ist von einem kommunistischen Autoren geschrieben und durchaus als Anklage zu verstehen. Es ist dennoch kein Propagandaroman, sondern hochgradig moderne Literatur. Das sagt der Autor Wladimir Wertlieb, der sich mit den Texten von Jaschensky auseinandergesetzt hat. Was noch dazu kommt, und ich glaube, das ist auch insgesamt entscheidend für sein Werk, das ist diese Mischung aus unglaublich genauer Beobachtung, realistischer Darstellungsweise von Details, sehr plastischer, poetischer Zeichnung einer Atmosphäre, sei es einer realen, sei es einer fiktiven, und das Ganze verknüpft mit einer dystopischen oder utopischen Vision der Gegenwart und der Zukunft, mit zum Teil auch sehr surrealen
und manchmal durchaus auch bizarren und humorvollen Elementen. Diese Mischung ist an und für sich auch sehr modern, ja. Man kennt es auch aus modernerer Literatur oder auch aus dem Film, wo es auch keinen Horror ohne Witz gibt. Und das ist auch bei ihm erkennbar und ohne Sozialkritik. Also diese Mischung aus Horror, Sozialkritik, Dystopie bei gleichzeitig bizarren und fast schon witzigen Elementen, das greift sehr gut ineinander und funktioniert in diesem Roman, aber auch später in der Nase gleichermaßen sehr gut, finde ich. Es gibt keinen Horror ohne Witz. Dies wird besonders deutlich an einer Passage, in der auch die auf sich gestellte Polizei von Paris einen eigenen Kleinstaat gründet. Der Begriff des Polizeistaats kommt hier zu sich selbst. Die sich selbst überlassene Polizei befand sich zum ersten Mal in einer peinlichen Situation. Des Kompasses der Rechtsstaatlichkeit beraubt, ohne sich entscheiden zu können, welche der entstehenden Regierungen sie für rechtmäßig ansehen wollte, zugleich in der Erkenntnis, wie fiktiv für sie jede Regierung außerhalb des Kordonringes war, kam es den dunkelblauen Leuten bald zum Bewusstsein, dass sie von Tag zu Tag mehr den Anschein realer Wesen verloren und zu metaphysischen Fiktionen wurden. Zum reinen, sinnlosen Nonsens, wie der Begriff Polizei für die Polizei selber. Am dritten Tag wurde die Insel Cité Zeuge der ersten Demonstration arbeitsloser Polizisten in der Geschichte der Menschheit. Die Menge der arbeitslosen dunkelblauen Leute zog sich über die gesamte kleine Insel und strömte zum Platz vor der Präfektur. An der Spitze des Zuges trugen die Demonstranten Transparente mit Parolen. Die Republik ist tot. Es lebe die Republik. Wir fordern irgendeine Regierung. Eine Polizei ohne Regierung, das ist wie eine Straßenbahn ohne Elektrizitätswerk und so weiter. Auf dem Platz vor der Präfektur fand eine imponierende Kundgebung statt. Nach langen Debatten beschloss man, zur Rettung der Polizei sich der Reihe nach an die einzelnen Regierungen der neu entstandenen Kleinstaaten zu wenden und ihnen gute Dienste anzubieten. In der Angst vor fremden Elementen auf ihrem Territorium antworteten alle Regierungen ablehnend. Sie motivierten ihren Standpunkt mit der Unmöglichkeit, angesichts der überaus knappen, verfügbaren Lebensmittelvorräte die neu hinzukommenden zu ernähren. Wir haben genügend eigene Mäuler zu versorgen. In einer letzten Reaktion des Selbsterhaltungsinstinkts wurde der Antrag eines Polizisten angenommen, der vorschlug, irgendeinen Zivilisten zu finden und zu zwingen, dass er sich zum Diktator der Insel Cité proklamierte. Man beschloss sofort, eine Razzia zu veranstalten. Neben den Ereignissen in Paris ist aber auch das China der damaligen Zeit ein wichtiger Schauplatz des Buches. Geschildert wird das Aufwachsen eines chinesischen Revolutionärs und dessen Weg ins französische Exil. Kenntnisreich und lebendig werden die sozialen Verwerfungen in China am Anfang des 20. Jahrhunderts nachgezeichnet. Im Zentrum des Buches steht schließlich der Überlebenskampf der Räterepublik von Paris. Wie dieser Kampf ausgeht, sei an dieser Stelle offen gelassen. So spannend und lesenswert das Buch auch ist, so sehr bleibt an manchen Stellen auch ein bitterer Beigeschmack. So wird zum Inbegriff der Dekadenz auch hier die Prostitution, verbunden mit einem Frauenbild, das allzu bekannt ist, entweder Heilige oder Hure. Auch die Beschreibung der jüdischen Gemeinde ist nicht gerade freundlich. Anstatt, wie die Räterepublik, für das Überleben in Paris zu kämpfen, setzt sich die jüdische Gemeinde nach Amerika ab, mithilfe von Kontakten zum amerikanischen Bonzentum. Hier bewegt sich das Buch durchaus am Rand zum antisemitischen Klischee. Erst später wird sich Jaschensky in seiner Erzählung »Die Nase« selbst explizit und kritisch mit dem Antisemitismus auseinandersetzen. Zur Geschichte von Pest über Paris gehört auch das weitere Schicksal seines Autoren. Dass es sich um einen antifranzösischen Roman gehandelt haben soll, wird zum Vorwand dafür, einen kommunistischen Agitator aus Frankreich auszuweisen. Nachdem sich noch namhafte Intellektuelle für ihn eingesetzt haben, geht Bruno Jaschensky schließlich in die Sowjetunion. Hier wird er zu einem führenden Mitglied der Internationalen Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller. Er beteiligt sich an Kampagnen gegen abweichende Literaten. Als Freund des NKWD-Chefs Genrich Jagoda bewegt er sich in den Kreisen der Macht. Als Jagoda abgesetzt wird, besiegelt das auch das Schicksal Jaschenskys.
Er wird Opfer des stalinistischen Terrors, den er selbst gerechtfertigt hatte. Pest über Paris bleibt ein lesenswertes Stück moderner Literatur. Es lohnt sich, die Texte von Bruno Jarchensky wiederzuentdecken. Mehrere von ihnen sind gerade bei Bahö Books wiederveröffentlicht worden.